Schüchternis in Hilpoltstein am heutigen Sonntag, 20. Februar 2022. Zu Gast die Reserve des Erstligisten aus der Schüchternis-Bundesliga, Saarbrücken, der seit vielen Jahren oder Jahrzehnten neben Düsseldorf die Hochburg im Tischtennis. Und sehr, sehr oft schon in dieser Halle zu Gast gewesen. In der Stadthalle in Hilpoltstein. Das ist das Warm-up, so also wärmen sich die Profis auf, bevor es ins Netz geht. In einer guten halben Stunde. Während sich vermutlich in München die Spielvereinigung Kräuter Fürth aufwärmt, da war ich auch mal in der Tischtennisabteilung, als die noch Tuschburg hieß. Aber natürlich die Fußballer in der ersten Bundesliga. Da wird es nicht ganz so viel zu ernten geben, wie gestern, als in dieser Halle hier im Tischtennis Bayern München zu Gast war. Allerdings auch da die Reserve, die zweite Mannschaft, gegen die zweite Mannschaft des TV Hilpoltstein. Da gab es ein deutliches 8:2. Und die Hilpoltsteiner hatten ja auch schon das Auswärtsspiel in München gewonnen. Tabellenplatz 8, glaube ich, für die Bayern. Und ja, die Hilpoltsteiner hoffen noch so ein ganz klein wenig auf das große Tischtenniswunder. Nächstes Wochenende nämlich das Spiel gegen den Top-Favoriten und vermutlich dann am Ende doch